Mein Kollege und ich haben eine 100-Euro-Wette abgeschlossen, dass ich es schaffe, ihm eine 1-Meter-Pizza zu liefern und das Ganze in 3 Stunden. Das Problem, welche Pizzeria bietet eine Pizza an, die 1 Meter lang ist? Ich habe bei 25 verschiedenen Pizzerien angerufen und gefragt, ist es möglich, eine 1 Meter lange Pizza zu machen? Ich rief eine Pizzeria nach der anderen an, aber bekam nur Absagen. Aber dann war da ein Typ namens Richie. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, also habe ich mir schnell die Schuhe angezogen und bin los. Ach ja, und den Titel Mr. Ungeblitzt habe ich dann auch verloren. Aber egal, ab in die Pizzeria. Okay, wir brauchen jetzt diese 1 Meter Pizza in 40 Minuten. Schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Wie willst du mich verarschen oder was? Okay, wenn er nicht dran glaubt, dann ich. Richie hat mir einfach nur den Teig ready gemacht und ich habe alles andere gemacht. 25 Minuten später war die Pizza fertig und somit haben wir nur mal 15 Minuten übrig. Mit dem fetten Pizzakarton und offenen Schuhbändern bin ich zum Auto gelaufen und exakt 13 Minuten später bin ich am Treffpunkt angekommen. Und da steht er, der Verlierer der Wette. Und wenn ich das nächste Mal den Meter Pizza in unter einer Stunde alleine aufessen soll, abonnieren.